Spüren Muslime in Deutschland einen neuen Antisemitismus, fragen wir Cholla Mariam Hübsch. Sie ist eine junge Journalistin aus Frankfurt, die sich als Muslimin für den interreligiösen Dialog einsetzt. Sie sagt, als Muslima und Deutsche ist es doppelt schwer, Israel zu kritisieren, ohne den Antisemitismusstempel aufgedrückt zu bekommen. Jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Hübsch, Sie haben sicherlich gerade auch unseren Einspieler verfolgt. Allah ist groß, Kindermörder Israel, haben wir da gehört. Das sind die Parolen, aber auch die Texte des Rappers Haftbefehl. Schüren Muslime Antisemitismus in Deutschland? Also ich finde es sehr bedauerlich, die Entwicklung. Ich glaube aber nicht, dass wir ein allgemeines Antisemitismusproblem haben unter muslimischen Einwanderern. Das ist etwas, was jetzt sich enthemmt äußert, was aufflammt. Aber der Nahostkonflikt ist kein religiöser Konflikt. Es geht um Land, das ist ein territorialer Konflikt und wir sollten versuchen, die religiöse Komponente aus diesem Konflikt rauszunehmen. Was wir ganz oft machen, wenn wir Konflikte haben, wenn wir Probleme mit Migranten haben, ist, dass wir anfangen, in der Religion die Ursache zu sehen. Wir verschärfen das Problem damit, wir islamisieren, wir muslimifizieren und wir beschäftigen uns mit einer Kulturalisierung von Fragen, also es geht wieder um die Religion. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich glaube, wir sollten als Mensch sagen, wir üben hier Kriegskritik. Es geht darum, dass beide Seiten völkerrechtswidrig handeln, dass viele Unschuldige sterben. Und als Muslime muss ich sagen, finde ich das, es ist unislamisch, was da passiert. Und da nehme ich die Hamas genauso in Schuld. Also das ist etwas, dieser Terrorismus ist unislamisch. Aber ich denke, man muss die Verhältnisse sehen. Und Israel als eine militärisch sehr übermächtige Macht, die der Hamas weit überlegen ist, ist nun mal diejenige Position, die bombardiert. Und man kann nicht sagen, Israel hat keine Wahl. Israel hat natürlich immer die Wahl zu sagen, auch wenn die Hamas Menschen als Schutzschilder missbraucht, was falsch ist, was absolut zu verurteilen ist, heißt es noch lange nicht, dass man in jedem Fall auch eben schießen muss. Man hat immer die Wahl zu sagen, wir bleiben menschlich, wir bleiben human und wir versuchen, menschliches Leid eben zu vermindern und zu verringern. Welche Reaktion haben Sie eigentlich von der... Welche Reaktion haben Sie von der Bundesregierung erwartet auf diesen Konflikt? Die Bundesregierung hat natürlich einen ganz schwierigen Stand. Das ist klar. Auch als Deutsche fühle ich mich da in der Verantwortung, sensibel zu sein. Ich glaube, die internationale Staatengemeinschaft, auch die Bundesregierung, muss eben auch als Freund Israels, das ist ja Teil der Staatsräson, wie die Kanzlerin sagte, auch ein Freund muss deutliche Worte finden. Und konstruktive Kritik heißt ja, dass man zum Wohle des Freundes eben auch sagt, Israel schadet sich selbst, weil die ganze Welt international eben das ist ja etwas, was wirklich zu... Israel verliert international seine Sympathie, weil dieses Unrecht, das kann keiner mit ansehen. Die Bilder, die über die sozialen Netzwerke gehen, das berührt emotional. Und es ist mir egal, ob es ein muslimisches Kind ist, was da zerfetzt wird, ob es ein christliches Kind ist oder ein jüdisches Kind. Es ist ein Menschenkind. Und ich sage als Mensch, dass dieses Unrecht aufhören muss. Als Mensch, der sich auch religiösen Werten verpflichtet fühlt und der das nicht mit ansehen kann. Ich denke, Gerechtigkeit muss das oberste Prinzip sein, jenseits von Religion. Jenseits von Nationalität. Und wir dürfen da nicht einseitig irgendwie uns auf eine Seite stellen, bloß weil wir irgendwie historisch dazugehören. An die